Leute. Dann sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Dommer dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Hammer Time gegen Warhammer Control. Yes. Klassisches Legacy in 2022. Was uns Universe Beyond nicht alles angetan hat. Ja, ja. Grausam. Wir haben auf der einen Seite Warhammer Control. Warhammer Control so benannt, weil spielt eine Warhammer-Karte? Ja, spielt halt Triumph of St. Catherine. Also 5 Mana, 5-5 Lifelink mit Miracles für 2 Mana castbar. Ja. Und wenn die vom Feld auf den Friedhof geht, werden 6 Karten oben von der Bibliothek runtergenommen, face down, die wird da reingemischt und dann wird das oben drauf gelegt. Ja, schon krass. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir das Modern-Deck schlechthin. Hammer-Time. Okay. Da haben wir einen Brainstorm-Start. Ja, der Brainstorm hat schon richtig geil gemacht, nämlich nichts. Was ist das? Ja, die muss... Die muss geforce werden, ja. Ja. Wird kein Mana mehr bezahlt. Zip und Karte, das ist ein Supreme Verdict. Das ist aber auch jetzt so eine Hand, ne? Force, ein Dings, ein Ending. Ja, kannst du sie gerne bezahlen. Da kommt eine Iteration und immer noch kein anderes Land. Das ist natürlich krass. Kein weiteres Land, das tut schon weh. Man hat da noch einen Mountain, aber... Ja, man hat wenigstens die Iteration. Die kann was machen. Ja gut, 3 Karten tief ist schon gut. Ja, vor allem den Müll da oben weg. Nächste Runde zieht man dann noch eine weiße Karte und dann hofft man, dass man noch Zeit hat, das, was da kommt, zu beantworten. So, Frage. Esper Sentinel der Zweite. Yay. Was ist das? Ist das ein Charming Prince? Das ist Stoneforge Mystery. Ja, die Game Day Promo, ne? Ist nicht Game Day, es ist Grand Prix. Grand Prix? Eine Grand Prix Promo! Und das ist ein Hammer von Nazan. Hammer von Nazan ist praktisch eine Ausrüstung, die sagt, immer wenn eine Ausrüstung ins Spiel kommt, wird sie automatisch ausgerüstet. Also aus sich selber. Aus sich selber. Nice. 2 von den Sentinels. Das ist natürlich mies, jetzt gerade, wenn man halt kein Länder zieht. Und dann ist wirklich die Iteration so Trigger. Trigger. Ja. Uff. Und jetzt kann man bei Swords von der... Oh. Oh, shit. Das tut weh. Vor allen Dingen, du hast jetzt 3 Brainstorms raus... 2 Brainstorms rausgekloppt und eine Iteration und kein weiteres Land gefunden. Ja, da geht der Teferi ins Exile. Das halt so. Das tut wirklich weh. Kein Netz. Vor allem, man hat halt so viel Removal auf der Hand. Du brauchst nur ein weißes Mana. Ja, der ganze ist komplett enabled. Der ganze Drops ist gelutscht. Ja, ne? Am besten sogar noch ein Duel. Und deswegen habe ich die Hand überhaupt gehalten. Ja. Ursache. Ja, mach's noch besser. Mach's noch besser. Ja. Kommt jetzt wahrscheinlich der Hammer von Nazan. Ja, auf den. Nimmt der auch Fliegen weg? Nein. Der gibt aber nur +2/+0. Ja, okay. Dafür macht er. Unzerstörbarkeit. Ja, okay, gegen Control meistens irrelevant. Okay, für den muss man jetzt schon 4 Mana bezahlen. Oh Gott, Hammer Time. Ja, das hat sich gegessen. Das ist dann, oh. Gut, wenn man keine Länder zieht, kann man das auch nicht viel machen. Hier mit 2 Ländern in Runde 3 für Control ein bisschen schwierig. Ja, vor allem, weil man halt wirklich mit Warhammer Control eigentlich ein sehr potentes Deck hat. Ja. Ich finde. Also man kann wirklich, wirklich schön damit einfach den Gegner unter Kontrolle setzen. Die St. Catherine sind schöne Finisher. Man kann super schön einfach Supreme Verdict benutzen, ohne Probleme. Weil Supreme Verdicts halt, ja, zerstören alles. Aber dann St. Catherine kommt halt wieder. Ja. Ist halt schon gut. Jo, reingebordet. Artifact Hate? Fragezeichen auch so. Ich meine, wir sehen da Serenity schon auf der Hand. Das ist dann halt einfach nur die Frage, was Hammer Time boardet? Mit diesen einen Mana-Counter? Mana-Type, echt? Kann man machen, aber... Hast du irgendwas gegen Control, was selektiv gegen Control ist, da drin? Ich glaub, nee. Ich weiß nicht mal, ob ich was geboardet habe, ehrlich gesagt. Oh, der Start auch schon wieder, ne? Mystic Sanctuary getappt im Angriffsmodus. Ja, ist schon wieder gut. Oh, leck mich am Paddel, ey. Das ist die Frage. Slappt man jetzt direkt da Serenity?
Einfach nur um den ersten Ansturm da. Boah, ich würde fast schon warten. Ja, da ist jetzt. Weil da will man lieber irgendwie eine Ausrüstung mitnehmen oder sonst was. Ja, aber da hat man meistens schon 15 in der Fresse gehabt. Ne? Okay, jetzt mit der Ursas Saga wird das halt echt tasty. Mm. Okay, Stoneforge. Mm. Da kommt der Hammer. Ist dann die Frage, da wird man wahrscheinlich irgendwie so was wie Sigardas Aid oder so auf der Hand haben? Wahrscheinlich, ja. Ich meine, die Karte ist nicht umsonst viermal in dem Deck. Glaube ich. Ja, plus den Hammer auf Nasan, ist dann der fünfte. Ja. Deswegen ist ja das Schöne, dann hat man ja noch die Ausrüstung mit den. Es ist quasi. Nimewalk. Ja, vor allen Dingen, da ist quasi ein Smallpox. Und Steroids, weil jetzt geht ein Land und zwei Kreaturen. Eine Kreatur. Stimmt, eine. Ja, ist ein Smallpox. Ja, zwei Kreaturen. Oh. Dank Swords, ja. Ja, dann Swords. Das wirft halt auch viel nach hinten. Und gerade wenn der erste Armsturm vom Hammertime halt nicht durchkommt, kann es halt sein, dass für Control hier wirklich weit nach vorne kommt. Jetzt haben wir halt eine Iteration auf der Hand und Counters. Kein Rot. Ja. Dann kommt direkt wieder die Artefaktflut. Was eine Pest. Counterspell? Was ein Counterspell? Der kriegt so viele. Dieser Straight-Up-Counterspell, ne? Das ist sehr gut. Paradiesmatte. Macht mal einen 1-1 Paradiesvogel daraus. Jo, kann man doch machen. Fliegt aber nicht. Leider. Obwohl, wird eh fliegend verlieren, von daher. Hm. So, was hat man jetzt noch? Was will man finden? Removal wäre schön. Da ist ein Timeless Dragon. Randstone Ponder Action. Oh, den Timeless Dragon kannst du schön. Ah, da ist keine. Da war kein Plateau drin. Scheiße. Kannst du mit dem Timeless Dragon kein Rot finden? Das tut weh. Das ist schwierig. Ja, deswegen wird er auch ganz nach unten gelegt, glaube ich. Nee. Könntest du es probieren? Ist da ein Brainstorm bei? Brainstorm Ponder dann? Also sind auf jeden Fall zwei blaue Ein-Mana-Spells, glaube ich. Hm. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, das ist ein Brainstorm. Brainstorm, Ponder into Brainstorm. Bum, 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 bum. Ponder, Dragon und Brainstorm. Ja, okay, Cantrips, ne? Kann man halt machen. Legst den Brainstorm und Ponder oben drauf, lässt den Timeless Dragon auf dran. Du hast Doppel-Shuffle. Man könnte den Abgibs oder Shuffle noch. Was ist das? A Ginger Brood. 1-1 Eile. Auch geil. Beat für 2. Das ist das, was man einmal möchte. Handcut ist nur noch ein Hammer, richtig? Ich glaube, der Hammer aus der Stoneforge Mystic. Ja. Mehr dürfte es nicht sein. Das ist halt. Wenn der erste Ansturm herum ist, dann macht das Deck halt echt nicht mehr so krass viel. Nee. Jetzt ist nur der Warhammer, muss halt jetzt gucken, also Control muss jetzt halt gucken, dass er irgendwas findet. Ja, genau, also jetzt zum Beispiel eine St. Catherine von der Top wäre gut. Echt, man lässt drawn. Ja. Man will mit dem Mana ja, wenn man was machen. Was war das jetzt? Das war, glaube ich, ein Vista. Vista wäre echt gut. Vista könnte den Mount finden. Da war auf jeden Fall auch ein Swords. Und ein Brainstorm hinterher, ja. Oder. Man kann jetzt Sworden. Das Vista ziehen. Oder man nimmt jetzt halt den Brainstorm und hat nur das Sword. Ne. Da ist auf jeden Fall ein Vista. 3. So, jetzt könnte man theoretisch gleich die Dings cyclen, eben Cycling machen. Oder man geht halt über die Narset. Und kriegt auf jeden Fall eine Kreatur los. Ich meine, das Ginger Brood, der wird eh nicht geblockt von dem Deck. Nicht wirklich. Ich glaube, da ist keine eine Kreatur drin. Dann nehme ich lieber das Hate Piece raus mit Esper Sentinel. Yes. Aber überlegt und überlegt. Prinzipiell, und überlegt. Ich meine, man hat ja den Shuffle. Wie gesagt, es ist. Ja. Da ist mich echt nicht sicher. Nee, ist echt tricky. Das Vista sollte oben drauf gelegt werden. Das Vista finde ich halt wichtig in der Hand. Ja, das bleibt doch in der Hand. Für den Mountain, der den Ding findet.
Aber dann kann man halt da nichts machen. Das ist halt gerade kacke. Du brauchst eigentlich auf jeden Fall noch eine Karte, die oben drauf liegt. Okay, spannend. Nächste Runde kannst du von oben finden. Außer... Beat für 2. Ja. Kannst du halt auch mal gerade lassen. Stoneforge. Die ist mächtig. Dann sucht man sich den anderen Hammer. Hammer vor der Saal. Wie viel Mana kostet er zum Ausspielen? 4. Okay, vier Mana zum Ausspielen, 4 Mana zum Equip. Stoneforge ist ja dann sogar schon legit. Oh. Ja, das ist halt wirklich, wirklich gut. Boah. Das ist halt jetzt schon ein Problem, weil jetzt selbst wenn man jetzt die Stoneforge los wird, kommt nachher der Hammer sowieso als normaler Cast. Ja, der Hammer als normaler Cast, dann der andere Hammer durch den Mana vom Esper Sentinel. Also das ist schon kacke, was hier gerade auf uns zukommt. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich von Hammer Time sauber gespielt. Ja, ja. Das ist die Frage, ob man dann einfach hergeht und sagt, okay, man lässt jetzt alles liegen, oder wird schon Mana getappt. Und quasi, man lässt den großen Hammer equippen und auf den Equip vom kleinen Hammer macht man den anderen weg. Ja. Ist die Frage, ob das hier jetzt gerade gesehen wird. Ich vermute schon. Ja. Auf der anderen Seite liegt da oben auch eine Expressive Iteration drauf, ne? The Greed is Real. Ja, da wird, glaube ich, das Swords geslammt. Auf die Stoneforge tatsächlich. Okay. Interessant. Ist natürlich jetzt, je nachdem, was man noch hat. Also wir haben ja oben drauf ist ja noch die Iteration. Iteration und eine Narset. Das heißt, man geht jetzt fetchen auf den Mountain. Mountain, Iteration. Boah. Schwierig. Wirklich schwierig. Alter, was willst du in der... Jetzt ist zum Beispiel die Frage, der Esper Sentinel Trigger. Du willst in der Iteration eigentlich... ein Instant Removal finden, das du auf die Hand nehmen kannst. Das heißt, du musst eins von beiden Swords finden. Schwierig. Du hast keine blaue Karte, das heißt, ein Counter reicht dir nicht. Geht auch nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht. Vom Prinzip her würde ich sagen, willst du einfach nur Pulver mal haben? In der Hoffnung, dass du halt hinterherkommst. Ja. Aber ob das der Fall ist. Da wird halt, glaube ich, jetzt auch drauf gegambelt. Okay, Double White. Das ist ein Temporary Lockdown. Der ist natürlich auch gut. Der nimmt halt mal alles raus. Du kriegst halt einen richtigen Swing mit. Einen Swing kriegst du mit. Den siehst du kommen. Der Snappy ist auch nicht schlecht. Ja, man hat hier halt mit Blau bezahlt, nicht mit Weiß. Ja, hättest du jetzt ein Blaues übrig? Oder hättest du den Sentinel nicht bezahlt? Ja. Hättest du schon Snappy into Dings gehabt? Into Swords. Snappy into Swords, das wäre gut gewesen, ja. Man muss halt überlegen, der Snappy ist ein One-Off. Ja, den auf dem Schirm zu haben. Ist schon schwierig. Und darauf zu gamble, dass du den kriegst, ist halt schon so look. Wird der gecycelt für... Ne? Boah, wie viel Damage sind denn das? Das ist 14 Damage. Der Hammer kommt gleich. Hammer gibt 10, andere Hammer gibt plus 2. Am Mord sind 2, sind 14 Damage, ja. Das ist noch ein Leben. Wow. Krass. Ah nee, sogar mehr, weil den muss man ja für Mana tappen. Ja, hast du zwei... doch, dann hast du 2 Leben. Ja. Damit kann man arbeiten. 2 ist sogar mehr als 1. Das ist doppelt so viel, würde ich fast sagen. Ja, kann man auf jeden Fall was mitmachen.
Aber, es war aber gut, ist machbar. Also jetzt zum Beispiel so eine Canarine von oben. Oder ein Swords. Oder ein Swords. Und plus ein Lockdown. Der Lockdown ist auch eine richtig gute Karte, wa? Ja. Der nimmt halt wirklich viel raus. Der ist halt genauso geil wie jetzt die Enchantment, die auch im Exile liegt. Oh, wie heißt die nochmal? Dressdown. Dressdown. Ja. Mit Teferi. Ja, weil immer wieder bouncen kannst, wieder neu ausspielen kannst. Das ist schon mächtig. Ja. Und da liegt halt jetzt nichts. Haben wir von Nazar. Ja, stimmt. Die sagt ja Non-Land Permanent, ja. Stoneforge. Wird noch so fakend auf die Hand geguckt. Ja, hast du. Ja, Stoneforge findet jetzt... Kann ja sein, dass Thomas ein bei uns weiter drin ist. Nee, Stoneforge würde ich hier wahrscheinlich davon ausgehen, dass der die Kreatur findet. Kreatur? Ja. Ach, die Nettlesist. Nettlesist, genau. Da wurde ganz kurz eine Ursachsage nach oben geschoben, weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist da ein Hammer, Swords, okay. Träger verliert. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist da ein... Ja, genau. Da ist ein Endline Zudorf da. Oh. Der jetzt die Ursachsage nach oben schiebt. Oh Gott, der findet die, ja, stimmt. Richtig. Endline Zudorf findet eine Verzauberung und damit die Ursachsage. Und ja. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, weil die Ursachsage arbeitet jetzt. Hm. Und wenn die nur einen zweiten Hammer findet, da ist die dicke Lady. Jawohl, 5-5 ist die, oder? 5-5 Lifelink. Lifelink ist natürlich schon nice. Und der Dragon. Jetzt kommt man halt auch an den Punkt, wo man sagen kann, hey, jetzt musst du langsam upspeeden, jetzt kann ich den Gegner so langsam umboxen. Ja. Und vor allen Dingen hast du jetzt halt immer einen 4-4 und 5-5er Buddy da liegen. Ja. Genau, da kommt der Nettlesist. Der ist 1, 2, 3, 4. Er ist 5, weil er zählt auch Verzauberung. Ach, stimmt, ja. Und damit ist er genauso groß wie die Katarine. Auf der anderen Seite kann man die Katarine hier eigentlich ja traden. Jo. Also ich glaube, man kann hier einfach mit der Katarine reinhauen, weil der Hammertime würde niemals mit dem Typen einfach reinrennen. Jo, klingt nach einem Plan. Ja, okay, da kannst du die Narset droppen. Oder musst sogar, du brauchst wieder Gas. Du hast keine andere Wahl eigentlich. Oh ja, jetzt ist tricky, wie du tappst. Aber hast du so viel Weiß in dem Deck? Swords. Supremes. Ach, Mountain ist halt nicht so geil geworden im Moment gerade. Nee, das ist halt gerade. Du könntest höchstens eine Iteration finden, die sexy wäre und deswegen einen Mountain offen lassen. Oh, Terminus, oh nein. Der Terminus war oben drauf. Nein. Das ist Snappy schon wieder. Ja, der Snappy sagt auch nochmal Hallo. Kuckuck, mich hätte es haben können. Boah, was sind da noch für ein Gezeugs dabei? Ponder, ne? Ponder macht Ponder-Dinge. Den Terminus auf die Hand? Nee. Wobei Brainstorm und dann ist der wieder oben drauf und dann ist safe. Ja, aber man hat, glaube ich, schon 2 oder 3 Brainstorms durchgezogen. Man spielt ja keinen Jace mehr, richtig? Ich glaube, der war in der Liste sogar mit dabei. Okay. Wegen Miracles. Stimmt. Macht ja Sinn, Dinge oben drauf zu legen. Anstatt den Comet war der da drin. Anstatt dieser komische Hund. Boah, der Hund. Der Hund ist das Beste. Nee. Ja, Ponder ist vernünftig. Und kann man da Ponder noch spielen. Yes. Guckt sich an, was man nächste Runde macht. Und findet vielleicht sogar noch ein Removal. Oder einfach nur Länder. Wow. 3 Fetchländer, 3 Flooded Strands. Genau das, was du haben willst in der Situation. Da hätte man auch einfach shuffeln können, oder? Wurde jetzt hart vergessen. Ja. Zankatarine ist nicht legendär, richtig? Die kann man nicht mit Karakas bouncen, ne? Die ist nicht mit Karakas bouncen, aber dafür kannst du halt auch doppelt haben. Das ist geil, ey, du krasse Karte. Ja, so. Ja, aber mit der Ursa Saga, die jetzt hochtickt, ist das halt schon. Boah. Ja, mit Ursa Saga kann das jetzt halt nochmal richtig mies werden. Aber. Das ist jetzt halt doppelt bitter. Du musst jetzt fetchen, um den Schrott wegzukriegen, weil du deinen Ponder verkackt hast. Ja. Das stimmt. Einfach den Ponder noch schaffeln, das wäre gut gewesen.
Ist die Frage, ob diese eine Leben wirklich was ausmacht. Wahrscheinlich schon. Ein Leben ist halt. Kannst halt jetzt einfach mit 2 und 1 angreifen und dann zu ihm. Oder mit 3 halt irgendwie. Ja, St. Catherine und Lifelink. Die holt da schon wieder was raus, die gute Dame. So ist es nicht. Hat man mit der aber tatsächlich dann auch nicht angegriffen. Die Runde. Ne, die Runde, wo das Ding 5-5 war, da hätte man ruhig angreifen können. Ja. Draw, was kommt da? 2, 3. Einfach mal hin und her gefuckelt. Ja. 2, 3. Da ist ein Teferi. Das sind 2 Teferi. Das ist natürlich sexy jetzt mit dem Temporary Lockdown. Ja. Nochmal neu alles reinbouncen. Einmal auf die Hand bouncen, noch eine Karte ziehen. Dann kannst du sogar mit der St. Catherine Dicke angreifen. Oh. Das war ein guter Draw. Trigger. Ja, trigger du mal. Trigger gleich alles weg. Ja, aber man darf dabei wahrscheinlich eine Karte ziehen, weil der Gegner wahrscheinlich keine 11 Mana bezahlt für das Temporary Lockdown zusätzlich. Das ist jetzt die Frage, der Sentinel, weil du hast ja schon einen Non-Creature Spell gespielt die Runde. Hat er den gesehen? Nee. Das ist eine gute Frage. Kann ja mal einen in die Kommentare schreiben. Richtig. Ist immer wieder gut, wenn die Judges das nicht wissen und den Chat fragen können. Ich bin gerade einfach nur zu durch. Ich auch. Aber es war hart und ich bin noch nicht so gesund. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich, man never plays the first spell. Ich weiß nicht, ob ihr den Spell schon gesehen habt. Ich weiß nicht, wie relevant das jetzt ist. Das sehen wir heraus, dass das Ding kommt jetzt, kommt alles rein und dann kommen halt 2 von den 2 von den dicken Elementen. Von den Konstrukten meinst du? Ja, 2 dicke Konstrukte. Eine hat einen Sword, beziehungsweise einen Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist genau Liefel. Ich glaube, es ist genau Liefel, weil das Ponder nicht einfach geschaffelt wurde. Der eine Lebenspunkt macht, glaube ich, jetzt gerade einen Riesenunterschied. Da kommt noch ein Wasteland, das macht aber, glaube ich, nichts. Genau, das geht auf 3, Tab. Mal noch ein Dude. Dann, Was hat man zu den Schattenspeer? Ja, Shadowspear gibt Trampel. Die sind 1, 2, 3. Es kann ja nur eine davon angreifen. Ja, du hast aber jetzt 5. Ja, man kann mal equippen. 6. Ja, genau, das ist genau der eine Schaden, der jetzt fehlt. Ja. Wasteland, droppen, dann equip für Elsist und Beat. Das ist rum. Ja, ist egal. Das war der zusätzliche Draw, den man gerade hätte. Hm, ja, okay, das 2-0 für Hammertime. Trotzdem sehr, sehr spannendes Spiel, sehr, sehr cooles Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr Hammertimer sehen wollt, lasst mal einen Kommentar da. Wenn ihr Warhammer Control das noch mal sehen wollt, lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.